Hey, Sie mit der wunderschönen Locke. Ein Gute. Ah, bleiben Sie stehen. Ja, sehr gut. Nett. Frische Fisch gibt's hier. Kaufe sie. Ja. Aber Sie wissen schon, dass Sie ein Gemälde sind und die Fische auf Ihnen nur gemalt sind? Ja, da haben Sie mich jetzt ertappt. Wissen Sie, ich kann halt nicht aus meiner Haut. Natürlich kann ich den Fisch nicht verkaufen. Leider. Aber Jakob Foppens van Es, mein Vater, der hat mich gemalt, um Fische anzupreisen. Und deshalb hänge ich auch hier im Museum ganz falsch. Ich bin entwurzelt. Und deshalb rede ich manchmal ein bisschen Unsinn, verzeihe Sie. Schon gut. Sie sagen, Sie hängen hier falsch. Wo würden Sie denn richtig hängen? Zum Beispiel als Werbeplakat, vielleicht in einer Fischhandlung? Nicht ganz. Ich kann mich selbst nicht genau daran erinnern, wo ich ursprünglich hing. Aber die Kunstwelt hatte Vermutung und das hängt mit meiner Umrandung zusammen. Denn mein Rahmen, der ist eigentlich überflüssig. Wieso überflüssig? Na, schauen Sie genau hin. Ich habe schon einen gemalten Rahmen. Ah ja, dieser Rahmen da, stimmt, man sieht den, da wo der Fisch dran hängt. Ja genau, Sie meinen den Kaffee. Mögen Sie Kaffee? Ich mache Ihnen einen guten Preis. Aber auch der Kaffee ist nur gemalt. Also ich mag Karpfen ganz gerne. Karpfenblau, so im Sud gekocht mit Zitrone, Wacholderbeeren und Lorbeerblättern. Ja, Sie haben aber Geschmack. Ja? Aber jetzt mal zurück zu meinem gemalten Rahmen. Deshalb denkt die Kunstwelt, dass ich in eine Holzvertäfelung eingelassen war. Vielleicht im Versammlungsraum einer Fischhändlerinnung. Die Fischhändler wollten also die Vielfalt ihres Angebots feiern. Da ist alles dabei, von dem Aal links auf mir bis zu dem Lachs rechts. Nicht bergeweise wie auf dem Marktstand, sondern jede Fisch ist wohl durchdacht drapiert. Schaue Sie die theatralische Inszenierung, das gezielt gesetzte Licht. Sie sagen, es seien alle Fische mit dabei. Was ich nicht sehe, was mir fehlt, sind Heringe. Sie haben ein gutes Auge. Der Hering, der war schon zu meiner Zeit in ganz Europa der Renne. Eigelegte Salzhering, Matsches, das verkaufte sich schon damals bestens. Und ich kann Ihnen kein Hering anbieten. Was für eine Lücke in meinem Sortiment. Bitte. Schon gut, keine Verkäuferei mehr. Aber bei so einem üppigen Angebot denkt man natürlich heute an das große Problem der Überfischung der Meere. Ja, da sind Sie nicht die Einzige, die mich drauf anspricht. Für viele meiner Kunden ist das wichtig. Kunden? Pardon, mein Betrachter. Und die haben recht. Überfischung ist ein riesiges Problem. Die Bestände von vielen Fischarten sind in Gefahr. Das gilt auch für den Schellfisch in der Nordsee. Der wird zu viel gefangen. Dabei zeigt der Schellfisch auch, dass man erfolgreich die Überfischung bekämpfen kann. Wie funktioniert das? Na, in der Nordsee geht der Bestand zwar zurück, aber in der Arktis, da hat sich die Situation entspannt. Dort hat ein internationales Wissenschaftlergremium berechnet, wie viele Fische maximal gefangen werden dürfen. Und dann hat die internationale Politik diese Fangmengen auch durchgesetzt. Mit Erfolg. Die Bestände in der Arktis, die erholen sich. Ja, aber warum funktioniert das Gleiche nicht auch für die Nordsee? Naja, die Wissenschaftler, die Versuche für alle Fischarten weltweit zu berechnen, welche Fangmengen richtig wären, auch für die Schellfische in der Nordsee. Aber die Politik setzt das leider nicht immer sofort um. Deshalb verkaufe ich explizit keinen Schellfisch aus der Nordsee. Sie verkaufen gar nichts? Sie sind nach wie vor ein Gemälde. Ist ja schon gut, aber ich bin ja doch ein Verkäufer. Ich liebe das, mit meinen Kunden zu babbeln. Dahinter kommt schon die nächste Kunde. Ich muss hier Schluss machen. Danke, es war sehr schön, mit Ihnen zu plaudern. Wiedersehen. Frische Fisch, kaufe Sie. Auf Wiedersehen. Ich fand es auch wirklich sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Bis nächste Freitag. Tschüss. Frische Fisch, bleiben Sie stehen.